Griff ins Klo, wenn ich den jetzt kaufe. Ich kaufe mir den. 4 Gem sollten eigentlich gut angelegt sein. Und ich werde mal kurz, wartet mal kurz. Wartet mal kurz. So. Gut. So, wir werden jetzt, wo war denn das? Wie komme ich da am besten hin? Ohne das. So. Gut. Wie war denn das nochmal? Ja. Weil ich meine, wir haben ja eh hier einen und wenn ich den entbinde, dann ist er sehr viel wert und das andere auch und deswegen mache ich mir gar keine Sorgen. Wartet mal, wie war denn das? War das hier? Stummerwald? Ja, Stummerwald war das, genau. Über den Stummerwald. Und weil ich habe noch eine Quest und will die gerne abgeben und das möchte ich jetzt gerne mit euch machen, ne? So. 10% fast. Mann. Das ist schon mal sehr gut. Mal gucken, ob uns der liebe Julian helfen kann. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Ja. Wir gucken mal. Also, der Hut hat 295 Def gibt der und 505. Oh mein Gott. Also, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja extrem gut. Und was bringen die Schuhe? 7% Crit und 445. Oh. Also es lohnt ja. Also wenn man jetzt wartet so, sagen wir mal, 15 Level, also 3 Stufen weiter. Ja moin, das lohnt ja richtig. Jacqueline. Increases Max SP. Aha. So, und dann werden wir kurz mal hin. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Also hier waren wir schon ewig nicht mehr. Muss ich mal gestehen. Und es ist auch mal wieder schön, hier mal rumzulaufen und vielleicht den einen oder anderen mal irgendwann mal zu helfen. Vielleicht braucht hier jemand unsere Hilfe. Aber ich sag mal so, Raphael. Warte mal, jetzt bin ich, glaube ich, verwirrt. Warte mal, war nicht Raphael? Ah, verdammt. Totaler Mist, den ich jetzt hier gemacht habe. Raphael ist nämlich, doch gar nicht so schlecht. Noch 10-mal Hammerbar. So, genau. 10-mal Hammerbar ist auf jeden Fall echt gut. Und, wir können dann noch hier Plätze. Oh mein Gott, das ist fantastisch. Warte mal, ich muss was gucken. Ja, ich habe schon ein bisschen geschrieben. Sie hat den mal gepostet. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Na komm. Oh, jetzt kann ich ihn nicht angucken. Naja, egal. Raphael war nämlich hier im Nest. Und ich hoffe mal, wie kommt man noch rein? Das wäre sonst sehr blöd, wenn wir da nicht reinkommen. Ach, genau. Man kommt zu jeder, mit jedem Level kommt man dahin. Aber Raphael ist nämlich hier. Und Julian wusste es auch erst nicht, wo er denn ist. Raphael, ich habe eine Schiene und ein Verband. Ich werde dir helfen. Kannst du dich so drehen? Oh, vielen Dank, danke. Puh. Ich glaube, jetzt kann ich mich bewegen. Puh. Das war alles mein Fehler. Ich hätte wissen müssen, dass etwas Schlimmes geschah. Dann hätte ich dieses Monster aufhalten können. Es ist alles mein Fehler. Um das wieder gut zu machen, gibt es nur einen Weg, das Monster zu töten. Wenn jemand in der Stadt verletzt oder getötet wird, dann... Das kann ich dir niemals verzeihen. 853.000? Haha. Oh, Schuld 4. Ich guck mal ganz kurz, was das gibt. Ansonsten, ich meine, ach, die Schmerzen wären schlimmer. Ich glaube nicht, dass du mich alleine von hier fortbekommst. Bitte berichte Stadtmeister Rumenes von mir. Genau, wir holen uns jetzt einfach mal 853.000. Ich weiß, es ist nicht viel und irgendwie leckt es. Aber ich sag mal so, wir kriegen es ja geschenkt. Wir kriegen ja die Erfahrungspunkte ja geschenkt. Ach, wartet mal, wir können ihn ja schon tragen oder aktivieren. Wollen wir das mal machen? Wenn du dieses Item ausrüstest, kannst du es nicht mehr verkaufen. Möchtest du trotzdem fortfahren? Klar möchte ich fortfahren. Und er sieht wunderschön aus. Sieht echt cool aus. Und entbinden gucke ich mal, wie toll das ist. Vielleicht mache ich das ja noch. So, dann machen wir Schuld 4 mal abgeben. So. Stadtmeister Rumenus. Euer schlechtes Gefühl war berechtigt. Raphael ist im Leuchtturm mit einer schweren Verletzung. Und wegen der riesigen Monster kann ich ihn nicht herausholen.
Wie ich vermutet habe. Tempel Maria hat gesagt, sie spüre seit gestern eine seltsame Energie, die aus dem Erleuchtung kommt. Seit du dorthin gegangen bist, habe ich mir Sorgen gemacht. Ich hatte recht. Trotzdem danke, ich kümmere mich um einen Rettungstrupp für Raphael. Du kannst dich ausruhen. Dankeschön. So, wir haben jetzt, sehr schön. 7 Quests haben wir noch anzunehmen, und ansonsten, ja, wäre es das fürs Erste. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben viel geschafft. Wir haben jetzt 9% Erfahrungspunkte, 9%, ne, ihr wisst schon, endlich mal nervige Quests abgegeben, die wir abgeben noch hätten müssen. Und ich gucke einmal kurz, oh, wollen wir die mal appen? Oh ja, komm, wir gehen jetzt den appen. Wir machen den jetzt auf plus 3, würde ich sagen. Oder dann auf plus 1 und dann auf plus 2 mit Sicherheitsstein. Hoffentlich klappt es denn. Dass wir ein bisschen vorankommen. Ne? Gut, natürlich Anybug. Aha. Natürlich ist es ein bisschen blöd, dass ich dann jetzt... ich will den eigentlich als Up-Special halt nutzen. Aber wir können das ja jetzt schon mal machen. So, wir haben ihn jetzt hier. So, die Steinchen lege ich mal... Nee, komm, wir haben hier 3 Steine über. Lege ich mal hier so hin. Dann lege ich das so hin. Und so. Und dann machen wir das Ganze mal los. Weil zerstört werden kann er ja nicht. Und von daher passt das. So. Plus 1 wäre grandios. Oh, schade. Komm, wir machen... wir legen die mal hier rein. So, dann gucken wir mal, ob es klappt oder nicht. Und zack. Hat geklappt. 100, oh, 109 Schaden bringt er sogar zusätzlich sofort. Es ist gar nicht mal so schlecht oder gar nicht mal so wenig. Und das Gute ist, wir haben ja jetzt nämlich 3 Plätze wieder frei. Und ich sage mal so, besser kann es ja gar nicht laufen. Und von daher passt das. Guck mal, ein super goldenes Amulett ist das sogar. Und dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Plus 2. 146 mehr Schaden macht das Ganze. Hervorragend. Sehr schön. Und zu guter Letzt sind sogar die Buffs abgelaufen. Hervorragend. So, plus 2. Sehr schön. Gucken wir uns mal an. Bringt natürlich nichts an Effekten. Aber 5224 Schaden machen wir. Und wenn wir jetzt das Cover schon hätten... Ach, da ist es. 7000, das ist Wahnsinn, ne? Ja gut, das macht schon ordentlich mehr Schaden. Aber das ist schon in Ordnung so. Gut, ihr Lieben. Ja, plus 2 ist der und wir sind Level 114 mit 9%. Besser kann es ja nicht laufen. Gut, ihr Lieben. Und ich sag mal so, beim nächsten Mal kommt auf jeden Fall ein Up-Special wieder, ne? Seid gespannt, mal gucken, was ich noch finde zum Uppen. Und gut. Gut, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sibi. So, hallo ihr Lieben. Hier ist der Sibi und ich bin schon wieder fleißig. Und Hugo Boss ist auch da, wie ich gerade sehe. Und ich hatte gerade ein Standbild gehabt, was ein bisschen blöd war. Und naja, egal. Healing Shibi ist auf jeden Fall fleißig dabei zu pullen. Ich war auch vorne dabei und es hat auch alles gut geklappt. Nebenbei bemerkt, möchte ich folgende... ja, Spiele, Mitspieler grüßen. Und zwar Zylane, Magic Cat, Suriname und Knallfrosch. Und alle Anteiligen, die hier Stäube. Okay. Die in der Gruppe sind. Und dann habe ich auch ein nettes Kommentar bekommen. Warte mal, von Mal und nicht. Von Mosala. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Mosala hat nämlich meinen Channel entdeckt. Würde ich mal so sagen und ja, hat ein paar nette Worte hinterlassen, worüber ich mich auch sehr drüber gefreut habe. So, ja. Stäube verkauft, kauft er an. Nee. Viel zu wenig. Obwohl, man könnte sie einfach abgeben und dann, ja, schnell Geld machen oder schnelle Inventarplätze verschaffen, wie auch immer. Gut, wir haben jetzt 95%. Und ich sage mal so, das geht eigentlich schnell. Ich bin halt schon ordentlich dabei und ich habe auch von, wo wir nur zu zweit waren, habe ich gedacht, komm, haust du mal einen Amus rein und hier Liga-Lizenz. Und weil ich nämlich ordentlich was gesammelt habe, ich habe nämlich Langeweile gehabt und habe hier alles an Mets
gesammelt. Erst mit Fleisch habe ich angefangen und dann das andere noch. Und das werde ich nachher verkaufen. Und ein paar Greens habe ich auch gefunden. Und zwar, dieses Teil ist richtig geil. Wäre das jetzt hier irgendwie Legend oder Blue, dann wäre das doch ein richtig geiles Teil. Aber leider ist es nur Green. Meine Stimme ist leider immer noch angeschlagen. Eigentlich wollte ich noch was einnehmen dagegen. Aber ich habe es leider verdüst, das zu machen. Naja, egal. So. Und es ist auch kurios, dass ich geflogen bin von eben gerade, weil ich bin halt schon länger online und weil es dauert halt lange. Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, von 25% habe ich, ja, 70% habe ich bis jetzt gemacht und es dauert halt eine unfassbar lange. Aber ich habe gut durchgehalten und von daher, ja, lohnt es sich und ich werde auch, ja, das Level mit euch endlich voll machen. Und ich denke mal, mit der Truppe geht es auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Und ich habe auch wieder welche gesehen, die definitiv noch mit Level 115 hier gequestet haben. Eigentlich totaler Quatsch, aber es gibt halt Quests. Na, es ist halt unübersichtlich. Also man bekommt jetzt nicht die guten Quests angezeigt, die jetzt auch wirklich effektiv sind auf diesem Level. Und von daher denke ich mal, dass wir halt. Ich mache eh alle Quests und von daher sollte das an sich eigentlich kein Problem darstellen. So. Und los. Das Gute ist, wir haben halt fast 20.000, ich hatte knapp auch mal über 20.000 Schaden gemacht, also gehabt, irgendwie so. Und war schon ziemlich krass, aber naja, egal. Das ist ja nur den Amus zu verdanken. Ja, und ich habe immer noch nicht weiter geabt, hier den Stab. Bin ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Hatte ich aber damals schon gesagt. Sind sogar zwei Plätze, was sehr gut ist. Und hier sind nur ein Platz. Ein Platz ist da dran. Und ja, muss ich mal gucken, dass ich den abbe und dass ich den Verkauf bekomme für einen guten Kurs. Ja, dann haben wir auf jeden Fall an die 35 Gem, denke ich mal, locker. 36 Gem. Und dann verkaufe ich noch das ganze Zeug und muss aber wieder investieren in 115er Zeug. Und deswegen muss man mal gucken, was ich so Schönes in Uruga finde. Und ich muss sagen, ich hatte ja gestern über 1900 Punkte und hatte auch teilweise wieder 330 Stück dazu. Also sagen wir 2000 Punkte. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe nicht einen einzigen Karas bekommen. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich keinen Karas bekomme. Oder so, ich habe ja genug Karis im 13 Stück und im Lager sind dann immer noch 50 Stück. Von daher ist es ja in Ordnung. Es ist ja nicht so schlimm. Nicht so wild, aber trotzdem irgendwie komisch, ne? Weil andere, die kriegen das haufenweise hinterhergeworfen mit den Freundespunkten. Und an sich kriegt man das auch hinterhergeworfen, ist ja gar kein Ding. Aber wenn ihr versteht, ne? Und es ist ziemlich schade, aber naja, egal. Und ich habe immer noch nicht, meine plus 10er 95er Hose verkauft bekommen. Das ist echt schade, aber naja, irgendwann werde ich schon los. Teilweise hatte ich dann. Was habe ich denn? Einen Ring? So. Ach ja, den habe ich mir auch gekauft für einen kleinen Schwing oder so. Habe ich mir überlegt, warum denn eigentlich nicht? Vor allem reduziert die Abklingzeit der Fähigkeit Vitalität. Jetzt ist die Frage, wenn man ein 35er Vitalitätsset hat für den Krieger, ob man den Effekt denn doppelt hat. Also ob man dann noch weniger warten muss. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn das so wäre. Weil dann wäre das richtig gut. Einer, noch nie einer hat was, keiner hat was verkauft. Und jetzt kriege ich sogar noch Schluck auf. Mensch. So, und gestern muss ich sagen, da habe ich mal geguckt. Und zwar, oh, Leute. Und lauf hinterher, oder wie? Kauft ihr die Black Ops? Das sagt bestimmt den einen oder anderen was. Und da habe ich mir so überlegt, wo ich mir das Spiel angeguckt habe. Es sieht gut aus. Nun, also auf den ersten Blick ist jetzt nicht kein Weltwunder und Call of Duty ist eh so, ja, umstritten, sehr umstritten. Aber, Alter. Oh nein, egal. Einer fehlt nämlich noch. Und deswegen.
muss ich jetzt hier den mal ranholen. Und ich habe überlegt, ob ich mir das nicht einfach kaufe.